The winner is Fingling. Okay. 40%. Fingling. Dann werde ich versuchen, dass ich das nicht zu lange abhalte. Oder ganz kurze Information noch zuvor. Wir versuchen immer, dass wir Systeme verwenden, die eher selbsterklärend sind. Das ist auch meine Erfahrung jetzt mit den Studierenden, dass die Studierenden, je weniger, dass ich da erklären muss oder je selbsterklärender diese Tools sind oder wo ich auch animiert werde, dass ich gewisse Sachen selbst entdecke, das macht es für die Kinder oder für die, nicht nur für die Studierenden, sondern auch für die Kinder sehr spannend. Und das ist eben ein Tool, wo ich selber auch sagen muss, das macht wirklich Spaß, mit dem was zu gestalten. Ich möchte jetzt vielleicht kurz zeigen, wie das, also ganz kurz das Skriptum, was ich dann hineinkopiere. Da wird thematisiert, wie registriere ich mich jetzt bei Thinglink, auf das gehe ich heute nicht ein. Da haben wir ein Video dabei. Wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit drauf geschaut, dass die Studierenden an einem Projekt arbeiten, dass für die Lehrer draußen so Erklärvideos zu allen möglichen Apps und Anwendungen erstellt werden. Und ich habe versucht, dass ich da die Videos von diesen Studierenden auch einbette. Und die Studentin Tabea Ecker hat da eben ein Video für Thinglink gemacht. Es ist ein bisschen tricky, wenn man sich da registriert, weil ich muss unbedingt das auf ich muss mich als Lehrer registrieren und ich habe versucht mit diesen Zeilen und dass ich das wirklich ganz Schritt für Schritt erkläre und ich glaube, da müsste man sich auskennen und wenn man dann einen Account hat, wie man sich da anmeldet, normalerweise ist das ja kein Problem, dass ich sowas mache, aber wir sind da manchmal in so eine Anmeldeschleife gekommen und da muss man eine gewisse Reihenfolge muss man einhalten, dass das funktioniert. Und ich schalte jetzt auf dieses Thinglink um. Also das war das erste Bild, was ich virtuell gemacht habe. Bei mir ist es um das gegangen, wir haben an der Hochschule auch Unterricht führen müssen über Fernlehre und ich habe versucht, dass ich mir ein technisches Setting zusammenlege, wo ich gut unterrichten kann und ich muss sagen, mittlerweile funktioniert das perfekt. Ich habe jetzt praktisch meinen Rechner, dann habe ich dort daneben einen zweiten Bildschirm und ich kann jetzt auch über das iPad spiegeln. Ich habe hier noch eine Kamera, eine analoge Kamera, wo ich analoge Inhalte noch teilen kann. Und das Mikrofon ist auch nicht schlecht, wenn ich so Erklärvideos machen möchte. Und da sieht man auch, glaube ich, ganz gut, wie ich das iPad oder verschiedene technische Geräte spiegeln kann. Und das ist eben, finde ich, der Vorteil, dass ich sage, okay, ich kann das jetzt einmal mit solchen Icons, kann ich Texte einblenden. Ich kann das natürlich auch für Schüler dann so zurechtrichten, dass ich eine Abfolge erzwingen möchte. Und wie gesagt, ich habe da jetzt zum Beispiel eine Information, was ich selber vertonen kann. Das habe ich zuerst schon gezeigt. Und ich werde jetzt, kurz zeigen, wie man sowas anlegt. Ich klicke da oben auf Create. Und da habe ich vier Möglichkeiten. Ich kann entweder ein Bild hochladen, ich kann ein Video hochladen, ich kann eben ein 360-Grad eine Aufnahme hochladen und ich könnte sogar ein 360-Grad-Video erzeugen. Ich nehme jetzt einmal ein Bild. Das werdet ihr jetzt, seht ihr das, dass ich gerade auf meine Festplatte zugreife? Kann man sehen? Ja. Okay, ich nehme jetzt dieses Bild. Ich möchte das kurz nachbauen und habe da jetzt mein Hintergrundbild und ich habe jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann jetzt am Anfang mal in die Settings hineingehen. Da kann ich ein Farbschema wählen. Ich nehme jetzt einmal das Blau-Weiße, könnte das dann selber auch definieren, wie ich das haben möchte. Ich kann diese Tags animieren oder nicht. Ich könnte noch ein Audio hochladen, aber das lasse ich jetzt einmal. Und ich möchte jetzt so einen Tag dazufügen. Jetzt klicke ich hier auf Plus. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier Add Text Level, da klicke ich drauf, ich kann jetzt ein Icon wählen, ich hoffe, dass ich nicht zu schnell bin, aber ich glaube, das ist eh nicht so schwierig und ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt eine Zahl, das ist die, kann ich jetzt noch
eine Farbe vergeben, das positioniere ich dahin, wo ich das haben möchte. Und ich schreibe da jetzt von mir aus einmal, das ist mein Hauptbildschirm. Okay. Bei mir bleibt nämlich immer Taste hängen gerade. Und so, und so habe ich das erste Mal positioniert. Ich habe dann Text dabei. Das nächste ist, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Video dazu posten. Jetzt klicke ich hier auf Add Content from Website und da kann ich jetzt zum Beispiel ein Videosymbol wählen. Das mache ich rot, weil das YouTube ist. Ich hole mir da jetzt zum Beispiel einen Videolink. Ich habe mir das ein bisschen vorbereitet. Ich kopiere nur diesen Videolink hier hinein und jetzt habe ich das Video schon verlinkt. Und ich kann das wieder dahin positionieren, wo ich das möchte. Und wenn ich da drauf tippe, naja, dann läuft mir dieses Video. Thomas erklärt dir heute, wie du deine erste Google Meet Video. Und die Einfachheit, finde ich, macht es aus, dass das eben spannend ist. Jetzt möchte ich vielleicht noch wissen, wo ich mich gerade befinde. Jetzt klicke ich noch einmal drauf, sage Add Content from Website. Und jetzt versuche ich, ich gehe jetzt auf Google Maps zum Beispiel. Und suche mir da die private pädagogische Hochschule. Und möchte diese Karte einbetten. Da klicke ich links auf Teilen. Dann gibt es Karte einbetten. Jetzt kopiere ich mir nur diesen HTML-Code und wechsle wieder auf dieses Ding-Link. Und diesen Code, den füge ich jetzt hier ein und ich habe die Karte schon herinnen. Das geht wirklich ganz flott. Ein Kollege von mir, der hat das gemacht, der hat zum Beispiel, der hat bei einer Wien-Woche die Schüler so animiert, die haben eine Karte als Hintergrund genommen und haben dann praktisch die ganzen Sehenswürdigkeiten, haben sie Informationen da dazugegeben, also so eine virtuelle Tour. Was ich dann noch machen kann, also ich werde da jetzt zum Beispiel, ich habe da jetzt so einen Landscape verwendet. Okay, das nehme ich doch her. Und was dann auch spannend ist, das ist eigentlich dieser erste Punkt, wo ich Text und Media noch verlinken kann. Und ich sage jetzt, ich nehme da jetzt irgendein, es ist ganz egal, was ich da jetzt hernehme. Und ich nehme jetzt einmal das und sage da zum Beispiel, ich habe da jetzt einen Titel, also bei einer Google Meet Videokonferenz, da könnte ich so ein Grid dazugeben. Ich möchte da eine Verlinkung machen und einen Text, einen Beschreibungstext, den kopiere ich mir jetzt die Description hinein, dann steht das schon drinnen. Dann kann ich noch einen Link setzen. Ich nehme jetzt da zum Beispiel, ich kopiere jetzt direkt diesen Link. Button hier herein. Jetzt wäre hier noch der Linkname zu sehen und ich möchte das jetzt aber mit einem Namen benennen. Also der Button soll heißen Erweiterung installieren, dann habe ich das da drinnen und ich könnte noch zusätzlich ein Foto hochladen. Dann nehme ich jetzt dieses hier. Da kann ich auch mehrere Fotos dazugeben und zusätzlich kann ich jetzt noch einen Text aufnehmen. Das wäre spannend für den Sprachunterricht. Wenn ich da auf dieses Mikrofon tippe, dann kann ich zu dem geschriebenen Text, könnte ich den jetzt noch einsprechen. Und ich klicke da jetzt damit drauf. Tipp, um alle Teilnehmerinnen auf einmal zu sehen, kann die Erweiterung Google Meet Grid View im Google Chrome Browser installiert werden. Dann tippe ich da wieder drauf. Tipp, um alle Teilnehmerinnen auf einmal zu sehen, kann die Erweiterung Google Meet Grid View im Google Chrome Browser installiert werden. Ich könnte diese Aufnahme auch wieder löschen. Ich sage, das passt mir jetzt so. Dann klicke ich auf Dann. Und jetzt habe ich hier jetzt zum Beispiel auch, kann ich das wieder da machen. Ich möchte jetzt auf eine zweite Präsentation noch verweisen. Da gibt es nämlich noch einen Punkt. Also ich habe die ersten drei Punkte jetzt thematisiert. Im Text und Media kann ich da verlinken. Dann Add Text Level und Add Content from Website. Und ich kann auch eine Tour machen. Und ich klicke da jetzt drauf
Und ich habe da jetzt kann eine Szene verwenden, die ich jetzt vielleicht selber schon erstellt habe. Und ich habe da jetzt noch das digitale Klassenzimmer, muss ich jetzt mal schauen. Also mein virtueller, muss ich jetzt mal schauen. Wo habe ich das? Genau, das flexible Klassenzimmer. Und da setze ich jetzt einen Pfeil. Den setze ich hierher. Und wenn ich da jetzt drauf tippe, dann komme ich in, ne, muss ich nur ganz kurz. Wenn ich mir das jetzt ansehe und ich klicke da drauf, dann wechselt er eigentlich, müsste er jetzt, ich habe auf die gleiche Präsentation verlinkt, das wollte ich jetzt nicht machen, glaube ich halt zumindest. Er müsste jetzt da hinspringen. Na, irgendwas mag er da jetzt nicht bei dem Präsentieren. Aber normalerweise kann ich, wenn ich da jetzt, probieren wir es jetzt nochmal. Genau, wenn ich jetzt da drauf tippe, dann komme ich auf die nächste Szene. Das wäre eigentlich das Grundlegendste und ich glaube, dass man sieht, dass das nicht recht schwierig ist. Ich zeige jetzt aber trotzdem auch, wie ich das mit einem Video machen kann. Ihr seht das jetzt hier zum Beispiel in dem Skriptum. Da habe ich versucht, dass ich Schritt für Schritt diese Möglichkeiten einbette. Da könnt ihr das nachvollziehen. Es ist, wie gesagt, nicht wirklich schwierig. Und ich kann das dann auch, ich könnte auch eigene Icons hochladen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr zu dieser späten Zeit machen. Das kann man da noch lesen. Aber was ich schon sehr spannend finde, das ist, wenn ich zum Beispiel ein Video verlinken möchte. Das zeige ich jetzt ganz kurz. Also ich lade am Anfang nicht ein Bild hoch, sondern ein Video und dann kann ich das so starten. Das ist übrigens auch eine App, die finde ich total spannend, die heißt Playground. Und ich weiß, in der Universität, die beschäftigt sich total mit dieser Musik-App. Und ja, und da kann ich ganz einfach Musik machen. Und da sieht man jetzt vielleicht, da werden auch diese Icons eingeblendet. Und ich kann das eben auch über ein Video drüberlegen und das ist dann zeitlich gesteuert. Ich möchte die erst bei den ersten 5-6 Sekunden möchte ich diese Icons angezeigt haben. Wenn ich da jetzt drauf tippe, dann kann ich habe das jetzt auf die App praktisch verlinkt, wie diese heißt. Jetzt klicke ich weiter. Diese Apps verschwinden oder diese Icons verschwinden jetzt. Und jetzt ist ein neues dazugekommen. Und wenn ich da draufklicke, dann stoppt er praktisch das Hintergrundvideo und ich kann mir jetzt das anschauen, was ich mit dieser App dann wirklich machen kann, wenn ich so halbwegs ein guter Musiker bin. Ja. Also diese App macht wirklich Spaß, Musik zu machen und auch Kinder, die jetzt vielleicht nicht so ein Rhythmusgefühl haben, also da kann ich ganz schnell irgendwelche Hintergrundmusik machen, die dann lizenzfrei ist oder weil ich sie ja selber gemacht habe und dann auch bei einem Film hinterlegen. Und das wäre eben die Möglichkeit, dass ich das auch mit einem Video so erstelle, dass ich praktisch interaktive Icons da dazu gebe. Ja. Das wäre diese Möglichkeit. Und eins vielleicht noch mit den 360-Grad-Videos. Da zeige ich das da vor. Ich weiß nicht, wer diese Google Cardboard-Brille kennt. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich könnte eine Audio-Tour machen. Ich klicke da jetzt damit drauf. Das ist ein 360-Grad-Video und da spricht nur eine Person dazu. Da kann ich jetzt einen Videoguide machen oder einen Audio-Guide. Hello, this is a quick 360 audio tour around the Senate Square in Helsinki, which you probably have visited if you've ever been to Finland. So I'm going to guide you through this tour and point out some of the interesting details about the architecture. All you need to do is look around as I speak, and if you are interested in any of the details, you can just click the icons as they appear and each building. Also da kann ich jetzt natürlich auch draufklicken und ich sehe dann hier die Karte, aber diese Dame spricht halt noch dazu und das finde ich schon eine tolle
Möglichkeit. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Institut diese Kamera eingekauft. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Das ist gerade unser Spielzeug, was wirklich viel Spaß macht. Und ich muss nur so ein Bild erstellen. Das lade ich auf ThingLink hoch und ich kann das gleich mit diesen Icons anreichern. Das finde ich schon eine ganz spannende Sache. Und das geht dann auch so weit, dass ich jetzt zum Beispiel, ich nehme diese Auditor noch einmal her, und da sieht man rechts unten, ich hoffe, dass man das so häufig sieht, da ist dieses Cardboard-Symbol und wenn ich da drauf tippe, dann könnte ich mir das Ganze am Handy anschauen und diese Cardboard, ja, schauen wir mal, die kostet, glaube ich, 7 Euro. Ja, so sieht man es so halbwegs. Und ich weiß, dass manche Lehrer das in der Volksschule schon verwenden, weil die Kinder ziemlich auf das stehen. Und wenn ich da jetzt reinschaue, dann kann ich mir, wenn ich jetzt diese Google Cardboard Brille auf hätte, und dann kann ich da mit dem Schalter draufklicken und ich habe auch hier die zusätzlichen Informationen dazu. Und das macht, wie gesagt, Kindern Spaß und auch Erwachsenen. Und da kann ich ganz tolle Projekte erstellen. Und da habe ich dann so ein bisschen Virtual Reality mit einer ganz einer einfachen Lösung. Und das ThingLink, das ist eben gratis. Bei diesem kleinen, das ist wahrscheinlich ein bisschen klein jetzt zu sehen, das ist ein kleines Zahnrad, wenn ich da drauf klicke, da kann ich die Berechtigung angeben und ich kann jetzt sagen, ich möchte das auf Public setzen, dass das jeder sehen kann. Und wenn ich jetzt auf Share klicke, dann kann ich jetzt entweder einen Einbettungscode verwenden, den ich auf einer Webseite oder auf Moodle zum Beispiel zur Verfügung stelle, oder mit diesem Share-Link, da kann ich dieses ThingLink-Poster, das kann ich dann meinen Schülern und Schülerinnen oder Studierenden zur Verfügung stellen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Und es gibt halt jede Menge Anwendungsgebiete, was ich da machen kann. Vielleicht nur ein, zwei solche Beispiele, die ich vielleicht zeigen könnte. Zum Beispiel Ökosystem Wald. Da kann ich eine Grafik nehmen. Und wenn ich da jetzt, das ist mit Audiokommentaren versetzt. Erzeuger in der Lebensgemeinschaft Wald. Die Erzeuger, auch Produzenten genannt, im Ökosystem Wald, das kann man mit sehen. Grünen Pflanzen. Kann man sich ganz gut vorstellen. Ich würde sagen, einmal in der Primarstufe, ich bin in der Primarstufenausbildung auch tätig. Ich weiß nicht, ob die Kinder sowas selber erstellen können, aber die Lehrer können ihnen das auf alle Fälle zur Verfügung stellen. Aber in der Mittel- oder in der Sek 1 und Sek 2 Stufe ist es auf alle Fälle möglich, dass Kinder sowas selber erstellen. Und zum Beispiel, ich habe das auch mit Studierenden schon ausprobiert und die sind richtig kreativ geworden, dass sie jetzt solche Sachen erstellen. Und da gibt es halt genügend kreative Ideen und man kann auch auf dieser ThingLink-Seite, kann ich jetzt, können wir schnell zurückgehen. Ich kann auch hier suchen nach allen möglichen Inhalten. Da ist sehr, sehr viel ist da drinnen. Ich könnte mich jetzt hier mit 300, das sind lauter lizenzfreie Bilder, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das selber nicht gewusst, da gibt es irgendwo im Sudan, gibt es Pyramiden, genau hier. Und das kann ich automatisch, darf ich mir das in meine eigene Bibliothek hinzufügen und kann das dann sofort mit Informationen versehen. Und das ist schon spannend, weil das ist alles lizenzfrei. Und da könnten jetzt Schüler dann Informationen zu diesen Pyramiden suchen. Mir war das selber nicht bewusst, dass im Sudan solche, man kennt nur Ägypten, aber da bin ich eigentlich über dieses ThingLink gestolpert, dass es auch im Sudan solche beachtenswerte Bauwerke gibt. Und das kann ich natürlich, denn ist eine ganz andere Möglichkeit, dass sich Schüler mit einer Thematik beschäftigen. Und wie gesagt, das macht den Kindern sehr Spaß, dass sie solche Sachen dann auch vielleicht in dieser Google Cardboard Brille selber virtuell erkunden können. Genau. Wenn es Fragen gibt, könntest du gerne stellen. Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Bitte.
Das war spannend. Das kann ich mir vorstellen. Das ist was für Studis. Ist natürlich nicht nur für Studis interessant. Für mich als Lehrer jetzt natürlich total toll, weil ich ja jetzt einfach mal wissen will, ist das ein Vergleich? Padlet kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja. Das habe ich jetzt schon von Kollegen kennengelernt, aber das braucht doch ein bisschen Einarbeitungszeit. Das, was du jetzt vorgestellt hast, Thomas, mit dem Fingling, das sieht jetzt aus, als ob ich bin jetzt dunkel, sorry. Ja, ich sehe es. Aber da. Und für mich ist jetzt einfach die Frage, ich schätze mal, das will Thomas auch fragen, das mit der Anmeldung, ich habe mir das gerade, während du gesprochen hast, schon die App runtergeladen. Und guck, jetzt hast du erwähnt, es gibt Möglichkeiten, ich muss mich da anmelden als Lehrer, muss ich, oder wie geht das? Ja, ich würde mich als Lehrer anmelden, weil dann kann ich dann kann ich das alles besser steuern. Und dann habe ich nämlich, dann kann ich auch, könnte ich auch Kurse anlegen. Es gibt da auch eine kostenpflichtige Version. Und als Student, wenn ich das selber als Schüler mache, dann habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Aber das probiert man einfach aus. Also diese App, finde ich, die lädt ein, dass man das machen kann. Vielleicht noch ein Tipp, es gibt auch eine App dazu, dass ich das am Tablet machen kann. Nur am Tablet habe ich, ich würde die Erstellung von so einem virtuellen Poster immer am Rechner machen, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe. Am Tablet bin ich da sehr beschränkt. Man kann das am Tablet anschauen natürlich, aber ich würde so ein Thinglink-Poster nicht am Tablet erstellen, sondern immer am Rechner. Das ist nochmal wichtig. Kannst du vielleicht mir gerade noch sagen, wenn du es weißt, kann man als Schule dann auch eine Lizenz erwerben? Ist das dann eine umfangreichere Version? Weil für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn ich das an die Schüler abgebe, weil du ja gerade gesagt hast, du hast das in der Primarstufe schon ein bisschen ausprobiert. Habe ich das richtig verstanden? Nein, ein Kollege von mir, der macht das in der Primarstufe. Ich habe das ich kenne das selber, das Tool selber erst seit 2-3 Monaten. Ja? Okay, und ich habe das mit Kindern ausprobiert, die in diesem Alter sind. Und die haben halt wirklich Spaß dran, dass sie halt da Sachen entdecken. Ein Kollege von mir, der macht solche Sachen mit den Lernwörtern. Er versteckt die im Wald, er macht da so eine 360-Grad-Aufnahme oder Video und setzt da verschiedene, versteckt diese Lernwörter. Das ist eben im vollen Primarstufenbereich, dass die eben immer so 10 solche Lernwörter in der Woche haben und die müssen die dann mit dieser Brille suchen. Und der hat auch so Ostereiersuchen schon gemacht. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Sie müssen diese Wörter zuerst entdecken und das prägt sie dann vielleicht auch anders ein. Das ja, aber, ganz einfach. Also die Schüler können dann auch, wenn ich das freigebe mit dem Link, wie du es gerade gesagt hast, oder könnte ich, müsste ich, wie kann ich das an die Schüler weitergeben? Das ist mir jetzt gerade noch nicht ganz klar. Das ist mir auch noch nicht klar. Okay, dann zeige das dann nochmal her. Ja, danke. Ich teile das noch einmal. So, wenn ich jetzt hier in einem Poster drinnen bin, ich nehme da jetzt nochmal zum Beispiel, na, wo bin ich da angemeldet? Ich muss jetzt schauen, wo ich angemeldet bin. Okay, ich nehme jetzt noch einmal, was weiß ich, ich nehme jetzt einmal diesen Arbeitsplatz, den ich gerade erstellt habe. Und da gibt es rechts oben den Button Share. Da klicke ich drauf. Und da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten und ich nehme jetzt die zweite Möglichkeit, Share Link. Diesen Link, den kopiere ich und wenn ich vorher bei diesem Settings Zahnrad, wenn ich hier die Berechtigung gesetzt habe, ich kann das auf Privat stellen, ich kann das auf Unlisted, auf Public oder My Organization, ich stelle das meistens dann auf Public, ja. Und wenn ich den Link auf irgendeine Lernplattform poste oder wenn ich das jetzt den Kindern über E-Mail schicke oder über eine Webpage, dann können die das aufmachen. Und ich meine, ich könnte diesen Link auch über einen QR-Code, mit einem QR-Code verknüpfen und die Kinder scannen das dann mit dem Handy ein und dann können sie es zum Beispiel am Handy ansehen in dieser Google Cardboard-Brille. Aber wie gesagt, das ist schon sehr ein mächtiges Tool, wenn ich nur ein Foto hernehme, was ich mir am Computer oder am Tablet anschauen kann. Das geht genauso. Okay, aber das ist, wie ich jetzt, ich rede einfach mal noch was, Entschuldigung. Ja, ja.
weil ich es echt wirklich spannend finde, weil das kommt ja auch nicht jetzt auch zu, alles noch. Jetzt ist für mich die Frage, das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden, dass ich das, was ich erstellt habe, teilen kann. Ja. Aber die Kinder können auch damit experimentieren. Wenn ich jetzt als Aufgabe an eine 9. Klasse gebe, erstellt so ein Poster, ne? Ja. Genau, dann mache ich das wie? Die müssten sich dann schon anmelden, aber nicht als Lehrer, sondern als Schüler. Okay. Und sie können. Das ist auch problematisch deiner Wunsch. Genau. Okay, das war's. Der Unterschied zum Lehrer ist noch folgender. Ihr seht da oben, ich kann Kurse anlegen, wenn ich möchte, aber das muss ich dazu kaufen. Da gibt es dann einen kostenpflichtigen Account und ich könnte dann auch Schüler selber anlegen da drinnen. Und das ist dann nicht ganz so billig. Also die Lizenz für ThingLink ist schon teuer. Es ist eine preisgekrönte Software oder Webpage. Aber ich brauche das auch nicht, weil ich kann da schon so viel machen. Ich kann auch, wenn ich jetzt hier auf Explore klicke und ich nehme jetzt zum Beispiel diese Präsentation und der hat das mit Ostereier verstecken. Das allein ist schon eine ziemlich witzige Angelegenheit. Und ich könnte dies jetzt klonen, dieses Projekt. Ja. Und ich kann, ich habe das jetzt und kann dann sofort in dem gleichen Projekt zum Arbeiten beginnen, aber es gehört dann mir. Also diese Person hat das freigegeben für jedermann und jede Frau. Und ich kann da jetzt meine eigenen Geschichten da, ich kann das weiter bearbeiten. Ja? Okay. Aber es ist dann praktisch mein eigenes ThingLink, wenn ich da jetzt hineinklicke. Ich habe das jetzt in meiner Galerie herinnen, in meiner Bibliothek. Okay. Und das kann ich halt beim Teilen auch so steuern, möchte ich das für andere freigeben oder nicht. Okay, danke Thomas. Ja? Noch Fragen? Danke, Thomas. Die Frage ist eigentlich durch die Antwort an Sascha schon beantwortet worden, weil ich wollte eben auch wissen, wie exportiere ich das? Ja. Aber das ist ja nun ein cloudbasierter Service quasi und durch das Sharen mit dem Link arbeite ich quasi auf der Plattform. Mich würde noch eine Sache zusätzlich interessieren, weil ich finde das Tool echt stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da ganz viele Ideen, was man damit machen kann. Muss derjenige, also jetzt schicke ich irgendeinem diesen Link, muss der sich jetzt extra noch registrieren oder kann er das sofort nutzen, wenn er draufklickt? Das kann man sofort selber testen. Ich nehme diesen Link, kopiere den in einen anderen Browser, wo ich nicht angemeldet bin. Das geht problemlos auf. Vielleicht nur das, es gibt hier, man sollte nach unten scrollen und da gibt es hier neben dem ThingLink-Logo, da gibt es den Fullscreen und dann kann ich das wirklich am besten betrachten. Das würde ich immer dann so machen. Am Handy ist vielleicht ein bisschen klein, das Ganze. Ja, wenn ich da sehr viele solche Icons habe, dann ist das sehr klein. Gibt es da eine Browserbeschränkung, dass das wieder nur mit Chrome oder mit Firefox läuft? Ja, das funktioniert das eigentlich überall. Ja. Okay, gut. Oder mir wäre noch nicht aufgefallen, dass das wo nicht so funktioniert. Wie gesagt, am Handy, da rutschen diese Icons zusammen. Und da muss ich halt, weil es halt ein kleiner Bildschirm ist. Aber wie gesagt, vielleicht da noch. Das finde ich eben dann richtig spannend. Das war so ein, ich muss da nach unten gehen. Dann habe ich das da nochmal. Dieses Miniaturmodell habe ich auch spannend gefunden. Da braucht man halt auch so eine 360-Grad-Kamera. Und die kann mir da jetzt, das haben Kinder erstellt, die haben so eigene Höhlensysteme gemacht. Und mit einer 360-Grad-Kamera, da stelle ich das wirklich nur in die Mitte hinein, mache ein Foto und das lade ich hoch. Das muss immer im Format 2:1 sein. Das sind diese 360-Grad-Fotos. Und ich war selber schon gespannt. Wir haben diese Kamera, wie gesagt, erst seit, ich muss mir das immer da herholen, das ist die Insta360. Und ich mache ganz unkompliziert ein Foto. Das habe ich am Handy und das lade ich dann, oder das muss ich halt irgendwie am Rechner bekommen. Und das lade ich ganz normal hoch in diesem ThingLink und ich habe sofort diese Ansicht, dass ich mich da hin und her bewegen kann. Und da habe ich jetzt zum Beispiel, das geht jetzt nicht, dieses Video, da kann ich halt
jetzt meine Inhalte dazugeben. Und sie haben da zum Beispiel, glaube ich, dann Kinder noch dazu. Genau, da sind die Kinder ein bisschen verzerrt oder mit einem Filter belegt. Genau. Großartig, also für den Spieltrieb ist das ja fantastisch. Ja. Und ein Gymnasium hat eben ein Projekt gemacht, Dantes Reise durch die Hölle. Und die haben das eben dann so erstellt, dass praktisch, dass man das mit dieser Google Cardboard-Brille, wie ich das zuerst gezeigt habe. Und mit dieser Cardboard, da habe ich ja so einen Schalter oben und da kann ich mich praktisch da durch navigieren. Also ich kann das natürlich da jetzt nicht herzeigen, weil das ein bisschen schwierig ist. Aber eigentlich muss ich dann nur, da kann ich mich mit dieser Brille dahin navigieren und wenn ich den Button da oben habe, ja, dann kann ich das mit, ja, ein bisschen so transmedial ist das fast. Das war ein Projekt eben, wie gesagt, von einem Gymnasium. Also ich glaube, ich kann das in allen Schulstufen perfekt einsetzen. Ja, und es macht richtig Spaß. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, dann machen wir einfach ein offizielles Ende und bleiben inoffiziell möglicherweise noch da. Vielen Dank an die TeilgeberInnen, auch diejenigen, die heute nicht zum Zuge gekommen sind. Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ich kann das schon sagen, 25.06. ist der Termin. Eine Studiengruppe aus dem letzten Semester hat sich da auch noch bereit erklärt, was zu machen. Die haben was über Fridays for Future gemacht und können darstellen, warum Fridays for Future so gut vernetzt ist und funktioniert.